Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu diesem Food Diary. Alle Aufnahmen, die ihr hier seht, die sind schon uralt, aber ich habe noch den ganzen Laptop mit Food Diary-Klamotten voll und habe mir gedacht, weil ihr so total auf Food steht, lade ich euch das einfach mal hoch und dann sind die Dateien nicht verschwendet. Ihr habt was davon, aber es ist mir halt wichtig, euch zu sagen, dass die Sachen schon etwas älter sind. Ich bin auch gerade dabei, ein bisschen was Neues fürs Food Diary zu filmen. Auch so die Babysachen, die das Affenmädchen isst. Und das dauert aber noch ein bisschen, weil ich einfach oft vergesse zu filmen. Und ich habe gedacht, das hier wäre jetzt erstmal ein kleiner Trost, bevor was Aktuelles kommt. Viel Spaß beim Video. Ich habe mir übrigens eben bei Backwerk hier dieses Brötchen, ich glaube, das hieß irgendwie Senna-Schnitte oder irgendwie sowas, keine Ahnung, total lustig, weil ich in Bielefeld im Stadtteil Senne gewohnt habe. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das geholt, den Salat und die Gurke habe ich draufgelassen, die Tomaten habe ich runtergemacht. Ich glaube, ich werde hiervon noch so ein bisschen abreißen, der sieht schon richtig ekelhaft und trostlos aus. Das erste, was ich heute esse. Und damit es da nochmal was Vernünftiges in Anführungszeichen zu essen gibt, Bratwurst und Pommes. Wir haben inzwischen 17.30 Uhr und ich hatte den halben Tag irgendwie so mit Übelkeit zu kämpfen. Deswegen sind heute bis jetzt nur ein paar Salzstangen in meinen Magen gewandert und dann habe ich vorhin mal versucht, ein paar Pringles zu essen, weil ich mega Bock auf was richtig Herzhaftes hatte. Und jetzt ist mir aufgefallen, ich habe es gesehen, dass ich noch Bohnensalat im Kühlschrank hatte. Davon werde ich jetzt ein bisschen was essen. In der Hoffnung, dass mir nicht wieder schlecht wird. Ich will ja immer wieder, seitdem ich in Wuppertal wohne, kann ich fast an beiden Händen abzählen, wie oft ich insgesamt Fixtüten gegessen habe. Zählt das auch zu Fixtüten? Es ist ja eigentlich nur so eine Kräutermischung. Wenn ja, dann habe ich auf jeden Fall hiervon jede Menge gegessen. Zum Gyros Pommesauflauf und ja, hier bei Bohnensalat zum Beispiel. Ich tue da immer Milch rein und eine Tüte hiervon. Aber sonst von Maggi, ach, das ist ja auch Knorr. Ah, Leute, aber sonst habe ich keine Fixtüten im Haus. Ihr werdet es nicht für möglich halten, aber ich werde jetzt eine Thunfischpizza essen. Mit Zwiebeln. Ich werde das in Kauf nehmen. Ist mir scheißegal. Ich habe einfach Bock auf Thunfischpizza. Und die riecht so gut. Ich freue mich so. Und wenn ich nicht satt bin, werde ich gleich noch ein Baguette essen. Ich verfressen es etwas. Ich musste eben schon, direkt wie ich bei Aldi draußen war, vom Einkaufen eine Geflügelrolle essen, weil mir einfach so schlecht war. Jetzt habe ich mir zwei Scheiben Brot gemacht. Das ist irgend so ein Vollkorn, keine Ahnung was, Brot von Aldi. Schmeckt aber sehr lecker. Zwei Scheiben habe ich jetzt hier, links mit Milkaner Schmelzkäse, rechts ein gekochtes Ei mit Salz, Maggi und Remoulade. Ich kann euch mal wieder nur die Krümel zeigen. Ich habe gerade noch eine zweite Geflügelrolle gegessen und ja, war eben noch ein bisschen spazieren. Das muss jetzt erstmal reichen. Heute habe ich mir Möhren und Kartoffeln untereinander gemacht. Einfach nur Möhren schälen, Kartoffeln schälen, klein schneiden. Und dann in Wasser mit Gemüsebrühe kochen, hinterher klein stampfen. Ich habe jetzt noch Mettenden hier drin, die habe ich mitgekocht, damit ich die essen kann. Und ja, ich habe da noch ein bisschen Maggi reingekippt. Ich werde jetzt hier so Landliebe Haselnussjoghurt essen. Auf dem Glas hier ist übrigens Pfand drauf, 15 Cent. Und hier sind sogar richtige Haselnussstücke drin. Ich finde den eigentlich echt sehr lecker. Kann ich euch nur empfehlen, Leute. Es gibt Bolognese mit 30.000 Tonnen Parmesan. Selbstgerieben, Leute, selbstgerieben. Der Rest wird eingefroren. Heute gibt es Bratwurst und Pommes mit ganz viel Mayo und ganz viel Gewürzketchup. Und im Hintergrund läuft Montevideo. Ich habe heute Kartoffelsuppe gemacht und ich kann vermutlich wieder eine ganze Kompanie damit satt bekommen. Da sind Kartoffeln, Möhren drin. Lauch und, was ist denn das? Sellerie, glaube ich. Hier diese weißen Teile da drin und dann halt so Fleischklöße, die habe ich mit Salz, Pfeffer, Maggi und Paniermehl und Vegetta gewürzt, geformt und Zwiebeln und dann hier reingeschmissen und dann halt in Gemüsebrühe gekocht. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt gekocht hat, eine halbe Stunde oder so. Und ja, ist auf jeden Fall alles durch.
Riecht schon sehr gut, werde ich nachher essen. Für mich gibt es jetzt 2 Scheiben Vollkornbrot mit Frischkäse und Salz. Dann hier noch eine Gewürzgurke und ein Ei werde ich jetzt auch noch essen. Das werde ich wohl mit Maggi essen. Weil ja hier schon so viel Salz drauf ist und Maggi ja auch sehr salzig ist. Und ja, das ist auch salzig. Eigentlich ist alles salzig. Ich stehe da total drauf momentan. Und ich werde jetzt hier noch so ein bisschen Apfelsaft trinken. 100% Fruchtgehalt. Was meiner Meinung nach bedeutet, dass kein extra Zucker zugefügt wurde, sondern dass das alles Fruchtzucker ist, der hier drin ist. Dann trinke ich auch gerne zwischendurch Fencheltee. Aber ich weiß nicht, das ist auch irgendwie nicht meins. Also ich liebe Fencheltee, ist mein Lieblingstee, aber das hilft mir dabei irgendwie nicht. Und ich brauche irgendwas mit richtig leckerem Geschmack und deswegen trinke ich in letzter Zeit halt irgendwie oft Apfelsaft. Heute gibt es wie gestern Kartoffelsuppe. Ich habe da jetzt gerade schon Maggi reingekippt. Und vermutlich wird das gleich noch brauner. Ich stehe einfach auf Maggi. Heute gibt es zur Abwechslung mal wieder Brötchen. Diese Baguettebrötchen. Rechts mit Milkaner Kräuterschmelzkäse. Was da zu viel ist, ist da zu wenig, finde ich. Und hier mit Hähnchenbrustfilet. Ich habe schon irgendwie gefühlt Ewigkeiten keinen Fleisch mehr auf dem Brötchen oder auf dem Brot gegessen, sondern immer hier so Streichkäse in sämtlichen Formen. Und ja, jetzt habe ich mal wieder Bock auf was anderes. Heute gibt es nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder Pizza. Das ist so ein Viertel von dem Blech. Die ist belegt mit Salami, Hähnchenbrust, ganz viel Käse, ein bisschen Schafskäse und Peperoni. Ich muss ehrlich zugeben, so viel Bock habe ich irgendwie nicht auf Pizza, aber mir blieb nichts anderes, außer Pommes oder so ein Scheiß. Und wir haben gerade ein Video gesehen, wo sie Burger gemacht haben. Und eigentlich bin ich nicht so der Burger-Fan, aber von Burger zu Burger hatte ich mehr Bock auf einen Burger. Aber am liebsten so von McDonald's oder so, so Selfmade-Burger bin ich nicht so der Fan von. Entschuldigt das Geräusch im Hintergrund, dass meine Induktionsplatte, die noch an ist. Ich habe heute so eine Hähnchen-Gemüse-Reispfanne gemacht. Ich habe erst das Fleisch angebraten mit Zwiebeln, Salz, Pfeffer, Chili und Paprika-Gewürz. Und dann habe ich hinterher den Reis dazu getan und Knoblauch. Dann noch Tiefkühlerbsen, Tiefkühlmöhren und ein bisschen Blumenkohl ist da auch noch drin. Und dann habe ich da 2-mal so Sahne zum Kochen reingekippt. Die Pfanne ist auch mega voll, also ich glaube, ich kann die ganze Straße ernähren. Und ja, ist sehr scharf geworden. Ich habe jetzt nochmal mit Salz nachgewürzt. Und ich glaube, ich werde mir gleich noch einen Spritzer Maggi da dran machen. Habe ich auf jeden Fall voll Bock drauf. Schmeckt sehr lecker. Und das werde ich jetzt essen. Mit Freunden zusammen natürlich. Ich wollte euch noch mein Abendbrot zeigen. Das sind 2 so Baguettebrötchen mit jeweils einem gekochten Ei. Als Unterlage ist ein bisschen Mayo. Ja, und dann halt Maggi und Salz. Das könnt ihr nicht sehen. Und dazu trinke ich ein Glas kalte Sherry-Cola. Ich habe mir gerade noch ultra den Fuß gestoßen, nur weil ich die Kamera holen wollte, um euch das zu zeigen. So als kleine Abwechslung zeige ich euch auch mal, was ich Juan gemacht habe. Ja, auch 2 Baguettebrötchen mit Toasti wollte er unbedingt. Geriebenem Gouda und Ketchup und Mayo. Leute, ich habe heute Kinder Bueno Eis gekauft, weil das bei Aldi im Angebot war. Ich glaube 6 Stück für 1,99. Das ist echt winzig. Hier, ich Spasti, die hat mir gestern bei irgendwas beim Schneiden in der Küche ein Messer in die Hand gejagt. Ja, auf jeden Fall sieht das so aus. Und also in der Verpackung. Ich packe es jetzt mal aus. Ich bin auch gespannt, wie es schmeckt. Juan meinte, das ist das Geld eigentlich nicht wert. So sieht das gute Stück jetzt aus. Was ist das da oben? Schokolade oder Karamell? Schokolade. Okay. Ja, ich bin mal gespannt. Schmeckt das denn wie Bueno? Schokolade da oben laut Juan schon, aber der Rest wohl nicht so. Mein Frühstück um kurz vor 14 Uhr. Ich habe ein bisschen länger geschlafen, aber bin auch sehr spät ins Bett gegangen. 2 Scheiben Vollkornbrot mit Frischkäse und Salz und da drüben mit Hähnchenbrust. Für mich gibt es nun 2 Scheiben Brot zum Frühstück, weil das nämlich weg muss. Hier mit Hähnchenbrust, hier mit Geflügelmortadella und damit Frischkäse und Salz. Eigentlich habe ich nicht so einen Hunger, aber mir ist übel und ich hoffe, dass es dadurch weggeht.
Ich habe mal wieder Pizzabrötchen gemacht, gab's schon eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr und ich habe schon richtig Bock da drauf. Freunde, ich habe in letzter Zeit, was heißt in letzter Zeit, ich habe erst einen gegessen, aber ich finde Grieß plötzlich doch ganz lecker. Und wenn das Video hier rauskommt, ist der wahrscheinlich schon 100 Jahre abgelaufen, aber jetzt ist er noch haltbar. Oder wie manch andere Personen sagen würden, gültig. Und ja, werde ich jetzt mal essen. Gestern habe ich einen mit Pfirsich gegessen, der war auch echt lecker. Ich habe kein Brot mehr und deswegen habe ich mir jetzt die restlichen Ravioli von heute Nacht warm gemacht. Aber ich werde heute Abend bestimmt auch nochmal irgendwas Warmes machen. Ich nehme mal an Pfannkuchen. Und es gibt schon wieder Bratwurst und Pommes und gleich kommt dann noch eine Tonne Mayo und eine Tonne Gewürzketchup. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Tonne, ne? Ihr kennt mich ja. Ich wollte auch mal wieder was Ungesundes fürs Food Diary filmen, aber bei mir ist ja eh alles ungesund. Ich habe auch keine Lust, das jetzt alles auszupacken. Ich bin auf jeden Fall mit Freunden in einen McDonald's gefahren, dann hatten die keine Gläser mehr. Wir sind gegangen. Gegangen. Dann hatten die keine Gläser mehr. Dann haben wir uns entschieden, zum nächsten zu fahren. Dann sind wir da hingefahren. Dann hatten die auch keine Gläser mehr. Aber wir sind wieder zu Fuß zurückgegangen. Ja, und jetzt essen wir und stopfen uns voll und fressen uns fett. Ich werde jetzt noch zwei Scheiben Brot mit Frischkäse und Salz essen. Über McDonald's musste ich mich vorhin köstlich aufregen, weil Sachen gefehlt haben, bla bla bla. Ich dickes Ding habe denen dann natürlich auch eine Beschwerdenachricht bei Instagram geschickt. Mal gucken, was dabei rumkommt, ne? Ach ja, und ein Kinder Maxi King gibt es danach auch noch. Eine Scheibe Vollkornbrot mit Butterkäse und nachher mache ich dann noch Pizza. Habe ich eigentlich nicht so einen Hunger drauf, aber es ist Samstag und ich habe es vorhin versprochen und ja. Hier ist übrigens die erwähnte Pizza, auf die ich gar nicht so eine Lust habe. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht, weil wir so oft Pizza gegessen haben am Pizzasamstag. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das aufesse. Das ist schon echt viel. Das ist so ein Viertel Blech. Ich habe mir zwei Brötchen zum Frühstück gemacht. Das sind so Sonntagsbrötchen, die habe ich gestern bei Real gekauft. Die sind, glaube ich, von Ja oder so. Rechts mit Käse, links mit Kräuterschmelzkäse. Dann trinke ich dazu noch eine Tasse Eiskaffee und esse eine Milchschnitte. Leute, von heute gibt es einen Auflauf made by Juan mit Nudeln, Sahne, Hackfleisch, Möhren und Käse und ganz vielen Gewürzen. Ich bin einfach so ein verfressener Mensch geworden, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber war ich ja schon immer. Ich habe mir auf jeden Fall noch zwei Scheiben Brot gemacht und ja, eine mit Käse und eine mit Kräuterschmelzkäse. Freunde des schlechten Geschmacks, wie gestern Morgen auch, das sieht sehr bescheiden aus, aber es gibt zwei Brötchen mit Butterkäse und Kräuterschmelzkäse und ich trinke noch ein Glas Milchkaffee, Eiskaffee, was auch immer. Leute, Freund hat mal wieder einen Spendablen. Ich habe mir aber diesmal mal nichts Typisches wie Schnitzel oder so ein Stück geholt, sondern Tortellini überbacken mit Käse. 1,50 € mehr hat das gekostet, nur mit Käse, also extra mit Käse überbacken. Ja, und Sahnesoße, ne? Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Es riecht auf jeden Fall sehr gut. Für mich gibt es jetzt zwei Scheiben Vollkornbrot mit Butterkäse. Dann noch eine Milchschnitte, wenn ich Bock darauf habe. Und da werde ich wohl Bock drauf haben. Und dann versuche ich noch die Flasche Wasser da leer zu trinken, denn ich trinke echt wenig momentan. Und obstfaul bin ich auch sehr, wie ihr sehen konntet. Auf meinem letzten Brot ist die Scheibe Käse so riesig gewesen. Und hier ist sie einfach mal normal groß drauf. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Tschernobyl-Brot ist, dass es so riesig ist. Auf jeden Fall esse ich jetzt zwei Scheiben Brot, wie ihr sehen könnt. Ist auch das erste, was ich heute esse. Wir haben mittlerweile schon irgendwie 14:30 € oder so. Es gibt heute Fisch, irgendwie so mit Käsefüllung, weiß ich nicht. Kartoffelpüree, natürlich Fertigkartoffelpüree, erkennt ihr ja auch an der Farbe, ne? Und Spinat von Iglo mit dem Blob. Ich liebe, liebe, liebe Spinat. Ich esse jetzt Ravioli. Das sind irgendwie Ravioli mit Fleisch in der Soße oder so. Sorry, mein Licht ist ausgegangen, weil mein Kameraakku leer ist. Aber ich denke, ihr wisst ja alle, wie Ravioli aussehen. Nachdem ich heute erst eine Geflügelrolle hatte und wir haben schon 4:30 gleich, esse ich jetzt mal eine Scheibe Brot. Beziehungsweise, ich hatte eben schon hier ein so ein Ding, Erfrischungsstäbchen, habe ich mir heute gekauft. Limited Edition mit Eistee-Pfirsich-Geschmack. Ist okay.
Ich finde die mit Zitrone aber viel besser. Ich finde, das hier schmeckt wie der Eistee im Tetrapack, den es damals gab. Ich hatte heute Morgen Besuch zum Frühstück, deswegen habe ich mein Frühstück nicht gefilmt. Ich glaube, ich habe drei Brötchen gegessen. Ja, und jetzt esse ich ein paar Pellkartoffeln mit Kräuterquark. Und weil ich einfach nicht genug haben kann, gibt es jetzt auch noch Spaghetti Bolognese mit 3000 Tonnen Parmesan. Leute, die Bolognese hat mir leider nicht geschmeckt. Jetzt esse ich hier so einen Grieß-Pudding, Joghurt, ich weiß egal, Grieß einfach. Das ist dieser hier von Aldi und der schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Und ich glaube, der kostet nur 40 Cent oder so. Ist wahrscheinlich voll mit Tonnen von bösen Sachen und Zucker und keine Ahnung. Aber schmeckt lecker, kann ich euch empfehlen. Ich habe heute zum Frühstück ein Brötchen mit einer Scheibe Butterkäse gegessen. Und mittlerweile haben wir schon wieder 17 Uhr, aber es dauert noch ein bisschen, bis ich was zu essen mache. Und deswegen werde ich jetzt so ein paar Hafercookies essen. Freunde des Übergewichts, heute gibt es mal wieder Hot Dogs. Wie ihr seht, ich nehme immer so normale Baguette-Brötchen, mag ich lieber als diese Hotdog-Brötchen. Dann mit Frikandeln. Hier ist jetzt eine Scheibe Butterkäse drin, Gewürzgurken, Hotdog-Soße von Hohmann und Röstzwiebeln. Das werde ich jetzt essen. Ich habe mir gerade Frühstück gemacht und zwar zwei Scheiben Vollkornbrot. Also schon so recht dunkles, wie man sehen kann. Esse ich ganz gerne. Einmal mit Butterkäse und einmal mit Fleischwurst, ich glaube Geflügelfleischwurst, mit 30.000 Tonnen Senf. Ich bin gerade dabei, Videos auf dem Laptop zu machen und habe dabei die Videos mit den Raviolis gesehen und musste mir deswegen einfach direkt jetzt welche machen. Wir haben mitten in der Nacht 1:30 und ich habe mir jetzt zwei Scheiben Brot gemacht, weil ich einfach nicht schlafen kann vor Hunger. Vorhin schon einen Döner gegessen. Also irgendwann halt gestern Abend quasi. Aber der war nicht ganz so geil, den habe ich auch nicht aufgegessen. Die Hälfte von dem Fleisch ist weggeworfen worden, weil das halt voll knorpelig war, bla bla bla. Und im Hintergrund läuft jetzt noch der Unge-Stream. Freunde der Sonne, ich dickes Wesen, habe mal wieder Essen bestellt. Ein Jägerschnitzel mit Pommes. Und ich teile mir noch mit Ron eine Currywurst-Pommes. Und dann gab es natürlich auch noch Grünzeug, aber ihr glaubt ja nicht, dass ich das essen werde, ne? Ich werde dann jetzt endlich mal Frühstück essen um 14 Uhr. Zwei Fit- und Vitalbrötchen sind das. Eins mit Butterkäse, eins mit Hähnchenbrust. Dann muss ich gleich noch meine Tablette nehmen. Und es gibt noch einen Kamillentee mit Honig, weil ich kalt bin. Genau, weil ich erkältet bin. Ich habe mir ein Brötchen gemacht mit Leberkäse, der irgendwie aus Pute, Hähnchen oder so ist, keine Ahnung. Oben auf dem Brötchen ist Senf, unten, das sieht man gar nicht, weil der Leberkäse so riesig ist, ist Ketchup. Wir haben 13 Uhr und ich wollte jetzt dann auch mal was frühstücken. Zwei Fit- und Vitalbrötchen, diesmal esse ich sie offen mit Geflügelmortadella und mit Kräuterschmelzkäse. Andere Leute essen ihren Kuchen zum Nachtisch, ich esse ihn jetzt zum Vortisch. Ich habe mal wieder Gulasch selber gemacht. Eine Heidenarbeit, wie ich finde. Kann man auch wirklich gut mit Fix machen, dann dauert es nicht ganz so lange. Ich finde, so schmeckt es schon besser, aber wie gesagt, der Aufwand ist halt echt nervig, finde ich. Es gibt Klöße, die habe ich fertig gekauft. Und Erbsen und Möhren, das habe ich so mit Mehlschwitze angedeckt und mit Salz und Pfeffer gewürzt. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock hättet, mal ein Video zu dem Gulasch zu sehen. Ich habe heute irgendwie mal Lust auf Brot, deswegen habe ich mir zwei Scheiben Brot gemacht. Das hier ist Kräuterschmelzkäse, das ist auch der von Milkana, das ist allerdings die Light-Variante. Ja, dann hier eine Scheibe Butterkäse, dann habe ich mir noch einen Kaffee gemacht und werde dann gleich hier so Fake-Prinzenrolle dazu essen. Natürlich, ich, dickes Ding, werde die ganze Rolle essen, also ihr kennt mich ja. Und zum krönenden Abschluss gibt es dann heute noch Pizza. Selbstgemacht natürlich, ne? Den Teig habe ich aufgetaut. Wenn ich zu viel gemacht habe, friere ich den einfach ein. Geht ganz easy. Braucht man hinterher zwar wieder ein bisschen mehr Mehl wegen dem Tauwasser, aber klappt. Und zum Frühstück gibt es heute zwei Fit- und Vitalbrötchen mit Butterkäse. Es hat auch eine Weile gedauert, bis ich mir was zu essen gemacht habe, weil mir einfach so, so kalt war. Und ich weiß, Leute, ich esse in letzter Zeit echt wenig Obst und Gemüse, also wirklich fast gar nicht. Aber ich kann es einfach nicht in mich reinstopfen momentan. Geht einfach irgendwie nicht. Heute gibt es Fisch, der irgendwie mit Käse-Senf-Füllung gefüllt ist. Und auch von mir mit Senfsoße, die ich natürlich selber gemacht habe, ertränkt ist. Und Kartoffelpüree.
Wir haben schon wieder 13 Uhr durch und ich schaffe es einfach nicht, früher zu essen. Wie ihr seht, sind hier zwei offene Baguettebrötchen, links mit Butterkäse, rechts mit Kräuterschmelzkäse und mit Geflügelmortadella. Heute gibt es einen Haufen Kartoffeln mit selbstgemachten Frikadellen und über den Kartoffeln ist noch so ein bisschen Fett aus der Pfanne und noch so ein bisschen Bohnensalat. Ich habe zwar erst in einer Dreiviertelstunde Geburtstag, aber ich will unbedingt jetzt schon Kuchen essen. Ich werde natürlich nicht alle drei Stücke alleine essen, die werde ich mir mit Juan teilen. Ich habe keine Ahnung, was das da ist. Das hier ist Marzipan und das hier ist so Zitronenrolle. Ich hoffe, es ist alles aufgetaut und ich kriege keine Zahnschmerzen, weil es so kalt ist. Freunde der Sonne, hört ihr das, wie geil das einfach klingt? Das Kartoffeln mal anders. Ich mache das ja immer mit Pellkartoffeln. Das ist so ein Glas mit so einer, keine Ahnung, Suppe, die man da drauf macht. Ich mache immer so eine dicke Schicht Kartoffeln, dann ein so ein Glas Kartoffeln mal anders, dann wieder eine dicke Schicht Kartoffeln und dann wieder so ein Glas Kartoffeln mal anders. Und dann halt geriebenen Käse darüber. Mega, mega geil. Wir haben auch schon kurz nach 10. Es dauert halt immer so ein bisschen, weil ich das immer mit Pellkartoffeln mache und so. Aber ich werde das jetzt essen. Die ganze Auflaufform auf einmal, samt Glas. Ich habe gedacht, ich zeige euch noch, wie das auf dem Teller aussieht. So sieht das aus. Das Glas gibt es auch in mehreren Ausführungen. Ich habe das Grüne genommen, das ist irgendwas mit Knoblauch oder so, keine Ahnung. Es gibt auch irgendwas noch mit Bacon. Das habe ich aber noch nie probiert. Ich stehe einfach auf dieses grüne Glas. Ich habe mir ein Frikadellenbrötchen geholt. Dazu gibt es dann jetzt noch Senf. Bolte-Senf, mittelscharf. Eigentlich bin ich ja Bautzner, ne? Aber Leute, das sieht so lecker aus. Das Brötchen ist jetzt schon ein bisschen weich geworden, weil ich mir das habe halt einpacken lassen. Aber echt lecker. Ich habe mir gerade Pfannkuchen gemacht. Mal wieder so ein Türmchen, wie ihr sehen könnt. Dazwischen sind noch irgendwo Mangostücke und auch Beeren. Hier oben drauf liegen ja auch welche. Dann habe ich in den einzelnen Schichten Himbeer, Marmelade und Nutella drauf gemacht und oben drüber so ein bisschen Kakao-Dessert-Creme, die ich mal von Marion bekommen habe. Ich habe mir eben beim Einkaufen hier diesen Kakao von Tuffy geholt. Ja, jetzt ist das Licht ausgegangen. Den kenne ich noch damals aus meiner Realschulzeit. Da habe ich mir auch immer so Kakao in solchen Flaschen hier geholt. Da ist immer noch so ein Stück Alu drunter, das kann man dann abmachen. Ja, ich finde den auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ich hatte Bock auf Pilze, ich hatte Bock auf Klöße. Das ist auch so fertige Bratensoße, die habe ich bestimmt schon, weiß ich nicht, ein Dreivierteljahr nicht mehr gegessen. Und dann hatte ich Bock auf Nürnberger. Und die werde ich mit Senf essen. Und ja, das werde ich mir schmecken lassen. Ne? Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ich bin schon eine Weile wach, aber ich kann in letzter Zeit nicht sofort frühstücken, wenn ich wach werde. Dafür habe ich jetzt so 2,5, 3 Stunden gebraucht. Wir haben jetzt kurz nach 12. Und jetzt esse ich, wie ihr sehen könnt, zwei solcher Brötchen. Da sind auch von oben und unten verschiedene Sachen. Hier. Eigentlich wollte ich beide Brötchen mit diesen Sonnenblumenkernen, aber die waren mit Mohn. Für mich gibt es jetzt um 13:38 Uhr das erste Essen. Ihr wisst ja, die Brötchen sind so doppelseitig mit Körnern und Mohn und so. Gegen ein Brötchen spricht nichts und ich kann sie jetzt schlecht wegwerfen. Hier habe ich einmal Geflügelmortadella, hier habe ich eine Scheibe Butterkäse und für später habe ich mir noch so ein bisschen Joghurt mit Tiefkühlobst beiseite gestellt, aber das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Das hatten sie die bei Edeka im Angebot und dann habe ich mir ein paar Dosen geholt. Ich habe mir jetzt eine Dose gemacht. Ich bezweifle, dass ich die ganze Dose essen werde. Da wird wahrscheinlich die Hälfte von übrig bleiben. Das esse ich dann vielleicht nachher in ein paar Stunden. Allerspätestens morgen zum Frühstück. So viele Leute auf Instagram haben mir heute geschrieben, wie ich gefragt habe, was sie gegessen haben, dass sie Nudeln bzw. Spaghetti gegessen haben. Und plötzlich habe ich richtig Hunger drauf bekommen und habe mir um 21 Uhr noch Nudeln gekocht, habe die eben gebraten, habe mir jetzt Parmesan da drauf gemacht und mache noch ein bisschen Maggi darüber und werde das jetzt essen. Heute wird mal flüssig gefrühstückt. Ich habe mir einen Smoothie gemacht, bestehend aus Joghurt mit 0,1% Fett. Beziehungsweise, ihr wisst ja, ich kippe das gleich weg, beziehungsweise ich habe den Joghurt durch Mayo ersetzt. Und dann ist da halt so eine Beeren-Früchte-Mischung, also da sind Brombeeren drin, eine halbe Pflaume, Pfirsich, Aprikose,
Ja, das mit der Pflaume ist immer ein Fehler, das zu machen, weil da immer so Stückchen von der Hautschale mit drin sind und das ist nicht ganz so geil. Aber ich werde ihn jetzt mal trinken. Vermutlich hätte ich ihn noch ein bisschen süßen sollen mit einem Löffel Honig oder so. Vielleicht noch ein Spritzer Zitrone, aber ich hatte keinen Bock mehr. Ich muss das jetzt mal schnell hinter mich bringen. Vielleicht auch ganz interessant fürs Food Diary. Ich habe gerade die Süßigkeiten-Tüte aussortiert. Da ist so unglaublich viel drin. Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr, aber nie leerer. Und ja, das sind nur zwei leere Tüten, die waren angefangen, die habe ich umgekippt. Dann hier zwei offene Tüten Chips, die schon eine Ewigkeit auf sind und wahrscheinlich nicht mehr schmecken. Und noch eine Packung Spekulatius, die auch abgelaufen ist und offen ist. Die werde ich jetzt auch mal wegwerfen. Ich habe auch noch eine Zuhe-Tüte, die abgelaufen ist, aber die behalte ich mal noch. Man weiß ja nie, ne? Und nur weil da steht abgelaufen, heißt es ja nicht, dass es abgelaufen ist. Es ist ja nur ein Richtwert. Ich habe vorhin in der Stadt ein Brötchen gegessen und habe es nicht gefilmt. Und jetzt werde ich noch einen Knoppersriegel essen, bevor ich mir nachher Spinat und Fisch mache. So, Freunde, wie vorhin schon mal erwähnt, gibt es jetzt Kartoffelpüree, Spinat und Fisch. Da werde ich noch, also ich habe hier schon so ein bisschen künstliche Zitrone drauf gemacht, noch ein bisschen Remoulade und dann werde ich das so essen. Okay, Freunde der schlechten Unterhaltung und des Übergewichts natürlich. Wir haben heute Freitag, den 13. Und ich hatte eben ein schlechtes Telefonat und hatte gerade eigentlich vor, mich mit Süßigkeiten vollzustopfen. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, zum Frühstück, ich weiß, nicht ganz so gesund, bla bla bla, aber was ist bei mir schon gesund, alles ist ungesund, habe ich einen Berliner gegessen, damit ich mindestens meine Tabletten nehmen kann. Und anstatt mich jetzt mit Süßigkeiten vollzustopfen, habe ich gedacht, machst du dir mal lieber zwei Scheiben Brot, ist wahrscheinlich nahrhafter, als jetzt Knoppersriegel und Nicknacks zu essen. Freunde der Sonne, ich habe gesündigt. Und zwar habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr mich schon länger verfolgt, wenn ihr mir schon länger guckt, schon oft in meinen alten Food Diaries gesehen, dass ich unheimlich gerne Wikingertopf gegessen habe. Und das habe ich jetzt halt auch einfach mal wieder gemacht. Und ich freue mich da ultra drauf, weil ich das jetzt bestimmt schon 2 Jahre oder so nicht mehr gegessen habe. Und ich freue mich einfach. Das ist so, 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 so lecker. Ich bin ja auch kein Fixtütenmädchen mehr. Ich verurteile die Dinger aber auch nicht. Und ja, ich finde, mal kann man das machen. Mir hat auch irgendjemand mal unter ein Food Diary geschrieben, dass er das selber machen möchte. Habe ich aber nie wieder was von gehört. Also wenn ihr ein Rezept dazu habt, wenn ihr das schon mal selber gemacht habt, ohne Fixtüte, dann schreibt mir das doch gerne. Für mich gibt es jetzt zweites Frühstück. Als erstes Frühstück hatte ich vorhin einen Donut unterwegs beim Einkaufen. Und jetzt esse ich hier so 3 Scheiben Mehrkornbrot. Das ist irgendwie von Gut Bio oder Bio Bio oder irgendwie sowas. Ich habe es auf jeden Fall bei Aldi gerettet, weil es in ein paar Tagen abläuft. 2 Scheiben mit Butterkäse und eine mit Geflügel, Mortadella, glaube ich. Für mich gab es heute übrigens noch eine Müllermilch. Ich kaufe die echt ungerne, weil A, wieder eine Plastikverpackung und B, weil ich sie recht teuer finde. Ich glaube 99 Cent oder so. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall finde ich den Preis nicht gerechtfertigt dafür, dass hier nur 400 Milliliter drin sind. Und ich hatte unterwegs aber mega Durst und ich habe im Lidl keinen Kakao in Glasflaschen gefunden. Deswegen habe ich mir jetzt einfach den hier mitgenommen und es wäre ja auch die Chance auf 50.000 Euro gewesen, ne? Heute ist Samstag und deswegen gibt es Pizza mal wieder. Und jetzt gibt es deutsche Erdbeeren mit Milch und Zucker. Ich habe gerade das Food Diary von Sandra geguckt, die übrigens jeden Sonntag eins hochlädt. Ich verlinke euch ihren Kanal mal unten in der Infobox. Ihr seid ja so Food Diary verrückt. Dann könnt ihr da ja mal vorbeischauen. Und habe mir jetzt mal Frühstück gemacht. Das sind 4 so Scheiben Mehrkornbrot. Das habe ich gestern bei Aldi gerettet. Wie ihr seht, ich habe auch schon reingebissen. Auf der rechten Seite mit Butterkäse und auf der linken Seite mit Geflügelmortadella. So, Freunde der Sonne, heute ist Sonntag. Es gab wieder Pizza. Ich bin jetzt aber schon fertig mit Essen. Das Stück, da werde ich jetzt noch Juan andrehen. Und jetzt esse ich noch hier diese 3 Lakritz-Dinger. Da habe ich mega Bock drauf. Und ja, dann bin ich fertig heute mit Essen. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, ich habe euch angelogen. Ich bin doch noch nicht fertig mit Essen. Ich esse jetzt noch hier diesen Himbeer-Wackel-Pudding mit Vanillesoße oder was auch immer es ist.
Wir haben 13.30 Uhr und ich habe mir dann endlich mal Frühstück gemacht, um meine Tabletten nehmen zu können. Zwei Scheiben Mehrkornbrot, was auch heute abläuft, deswegen muss ich das irgendwie leer kriegen. Mit Knoblauchfleischwurst von Hertha, die wirklich sehr, sehr lecker ist. Und ich habe mir dann noch Senf drauf gemacht. Es gibt jetzt übrigens Pommes mit, ich hätte es bei einer Maggi gesagt, mit Mayo und Ketchup. Und ich trinke noch einen Kakao dazu. Da habe ich irgendwie mega Lust drauf. Ich habe nicht wirklich groß Hunger, aber ich muss halt was essen, um meine Tablette zu nehmen. Deswegen habe ich mir jetzt eine Scheibe Brot gemacht. Freunde, ihr werdet es kaum glauben, aber ich esse heute Salat. Da unten ist eine halbe Gurke drin, dann sind da ein paar Tomaten. Dann sind da Eier drin gekochte, ein bisschen Thunfisch, ein bisschen Mais, dann so Hähnchenbruststreifen und Knoblauchdressing. Mein Frühstück ist heute sehr nahrhaft, Leute. Ich glaube, ich habe noch nie was Gesünderes gegessen. Solltet ihr euch alle ein Beispiel dran nehmen. Eine Tasse Kaffee und dann gibt es dazu zwei, drei Kekse, Prinzenrollenkekse, Nachmache. Wir haben mittlerweile 15 Uhr durch und es dauert noch eine gefühlte Ewigkeit, bis ich was zu essen mache. Ich mache nämlich nachher zusammen mit Juan Essen. Ich habe mich jetzt für zwei Brötchen entschieden. Das hier ist mit Knoblauchfleischwurst und das hier mit Milkaner Kräuterschmelzkäse. Und leider ist meine Heißluftfritteuse kaputt. Die Tage bei den Pommes, die ich gemacht habe, lag auf einmal eine Mutter mit da drin. Und deswegen musste ich jetzt leider den kompletten Backofen für zwei Brötchen anmachen. Hier das erste Essen, was ich heute esse. Ich habe mich für vier Scheiben Vollkorntoast entschieden. Zwei Stück mit Fleischwurst ohne Gurke. Fleischwurst ohne Gurke, mit Fleischsalat ohne Gurke. Hier ist Frischkäse drauf und ein bisschen Salz. Und hier ist Frischkäse und Nutella drauf. Durch des unangenehmen Vorfalls gerade eben habe ich einen ziemlich ekelhaften Geschmack im Mund. Und deswegen werde ich jetzt erstmal ein paar Nimm-Zwei essen. Im Hintergrund hört ihr meine Heißluftfritteuse. Ich habe mir jetzt erstmal einen Kakao gemacht, weil ich da ultra Bock drauf habe. Ich wollte keine Milch mehr trinken, weil ich es äußerst eklig finde, wenn ich darüber nachdenke, wo sie herkommt. Und zum Essen gibt es, wenn es denn mal scharf stellt hier, also ich esse es trotzdem, egal ob die Kamera scharf stellt, Pommes aus der Heißluftfritteuse mit Dosenpilze. Und diese Rahmsoße hier von Knorr. Eigentlich bin ich kein Fan mehr davon, seitdem ich meine eigene Wohnung habe, so Soßen fertig zu kaufen und so. Ich habe mich gerade noch hier hingestellt mit Juan zusammen und habe ein paar Muffins gebacken und einen Kuchen in dieser 3D-Herzform. So, wir waren gerade einkaufen und ich wollte irgendwas zu trinken haben und habe mir da Trinkpäckchen mitgenommen. Das schmeckt echt wie das reine Zuckerwasser. Hier, falls einen die Werte interessieren, also wirklich, schmeckt echt wie reiner Zucker. Von wegen aus 8 Früchten mit Zusatz von Vitaminen. Aber naja, auf jeden Fall habe ich eins davon getrunken. Und heute Nacht, wie ich irgendwann wach geworden bin, weil ich nicht richtig schlafen konnte, habe ich drei Stücke Mauern gegessen. Und zum Abendessen gibt es dann mal was halbwegs Gesundes. Darüber lässt sich natürlich streiten. Hähnchenbruststreifen, Mozzarella, Gurke und für mich noch ein Ei. Und dann kommt da gleich noch so ein bisschen Knoblauchdressing drüber. Und dazu gibt es zwei so Stücke Backcamembert aus dem Backofen. Während Excel im Hintergrund läuft, zeige ich euch hier die schönen Löcher in meinem Bettlaken. Und dieses Milchjumbo-Ding, was man sich jetzt mal so nachts um 12:30 gönnen kann, ne? So, zum Frühstück gibt es dann jetzt zwei Sesambrötchen mit Leberwurst und Margarine bzw. Fake-Butter und Maggi. Und jetzt gibt es noch ein Stück Kuchen, den ich Freitagabend um 10 noch gemacht habe. Freunde der Sonne, es gibt Fertigklöße, Erbsen und Möhren, die ich so mit Mehlspitze angedickt habe, selbstgemachte Frikadellen und Fertigsoße. Zum krönenden Abschluss gibt es dann jetzt noch hier so ein Zuckerwasser. Und gerade habe ich die erste Viertel-Kaki meines Lebens gegessen. Ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Beim ersten Bissen fand ich irgendwie so, dass es so ein bisschen wie Pfirsich geschmeckt hat. Ich habe keine Ahnung. Ich werde sie mir vielleicht irgendwann nochmal kaufen. Das war jetzt das Food Diary. Also die Aufnahmen sind wirklich schon mega. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr könnt es mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ist es euch egal, dass das schon was älter ist? Hauptsache mal wieder ein Food Diary. Oder denkt ihr euch so, nee, das hättest du dir auch schenken können. Lass dir lieber noch ein bisschen Zeit, bis du was Aktuelles gefilmt hast. Ja, darüber würde ich mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Und dann würde ich sagen, das war das Alltagsleben mit Moni. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Tschüss.